Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Wetterupdate, was vom 9. August bis zum 17. August mal das Wetter mal wieder vorhersagt. Es kam lange keins mehr, aber diesmal starten wir wieder durch. Und wir fangen an mit der Woche vom 9. bis 17. August. Das ist ein Montag, der 9. August, und der 17. ist ein Dienstag. Warum das jetzt ein bisschen länger ist als nur eine Woche, das erkläre ich euch gleich, denn das aktuelle Hoch, was uns noch richtiges Hochdruckwetter beschert und wunderschönen Sonnenschein, hat man jetzt letztes Wochenende gesehen und heute auch noch am Sonntag. Das zeigt uns, dass der Sommer auch anders kann. Denn es wird wirklich kälter. Es kommt ein Temperatursturz. Dies wird natürlich erstmal mit Unwettern, Gewittern, die ziehen dann so von Westen herein und drücken diese warme Luft nach Osten ab, sodass Österreich, Slowakei, das sind noch 32 Grad, fast die ganze Woche um 30 Grad zwischen 27 und 31. Aber diese Unwetter gehen in Mitte der Woche auch in Schnee über. Und dieser Schnee kommt teilweise in den Hochgebirgen runter. Und das sehen wir hier auch auf der Wettertabelle. Am Anfang der Woche ist es noch schön und wir sehen den roten Strich und wir sehen den blauen Strich. Der rote Strich sind die absoluten Höchsttemperaturen von ganz Deutschland und der blaue Strich sind die absoluten Tiefsttemperaturen von ganz Deutschland. Und da sieht man so, Montag, Dienstag, ja, da geht noch was. Dienstag merkt man schon in der Nacht, was ist hier los? Es ist schon ein bisschen kälter geworden in der Nacht und diese Temperaturen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die sind im Ruhrgebiet. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Ruhrgebiet bekommt wirklich Kalttemperaturen nächtlich unter 5 Grad Bodenfrost möglich. Achtung, es kann wirklich Klettegefahr herrschen. Am Freitag und Samstag können sogar in Alpennähe und in den Mittelgebirgen von Süddeutschland aber, da ist es Harz, Flemmingen, Erzgebirge. Das Ruhrgebiet ist da nicht so sehr betroffen, da kann es örtlich zu Eisregen führen sogar. Aber der Boden ist so warm, dass es wahrscheinlich noch nicht Eisregen ist, sondern Regen mit Schnee vermischt. Also Schneeregen ist auf jeden Fall möglich. Wir sehen uns dann aber auch wieder zum Wochenende. Drückt die Temperaturen wieder nach oben, sodass es pünktlich zum Sonntag und auch zum Montag wieder schön sommerlich, der Spätsommer ist da und ja, warme Temperaturen, das macht doch Lust auf mehr. Wie gesagt, hier nochmal im Mitte, Ende der Woche aufpassen, fahrt langsam, besonders in Süddeutschland und im Ruhrgebiet und allen anderen, die in den wärmeren Gebieten wohnen, denen wünsche ich eine schöne Woche, aber vergesst den Regenschirm nicht, denn es wird unbeständig, die Sonne kommt nicht so häufig raus. Dort, wo jetzt die Warmtemperaturen angegeben sind, können mehr Sonnenstunden erreicht werden. Aber die Werte, die am Tag, ich kann ja mal vom Montag bis zum Samstag so anfangen, was die Tiefstwerte des Tages sind, dort, wo der Regen sich festhängt. Am Montag sind 17 Grad, Dienstag 13, Mittwoch 14. Donnerstag 13, Freitag 14, Samstag 16, Sonntag 17 Grad. Und am Montag und Dienstag, da gehen die Temperaturen auch ein bisschen wieder höher. Das sind die Höchsttemperaturen bei herrlichem Sonnenschein. Auch die Tiefstwerte des Tages, also die Tiefstwerte der Höchsttemperatur. Montag 28 bis 19 Grad und Dienstag 31. Auch 32 Grad örtlich möglich und die Tiefstwerte des Tages sind da auch bis 24 Grad. Das war's mit mir. Ich bin Cedric Esser vom Südostmoraltischen Fernsehen. Wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt's unten in die Kommentare. Und ich sag ciao. Genießt den Sommer, wie er jetzt noch ist. Tschüsselü.